Ja, hallo zusammen, hier ist der Fluxkompensator 70 mit einem weiteren Gastreplay. Und hier haben wir den Tiger Kommandant unterstrich Loki, kleiner Teufel hier mit seiner Batchet 25 Tonnen in einem Großgefecht. Und wir haben hier 12 Heavy, 7 mittlere Panzer, 7 TDs, 4 mal die Arti. Und zwar sind wir hier auf der Map Nebelburg im Süden gestartet, Standardgefecht. Und wir sehen hier gerade, 10 Mal hat der Standard APC mit 259 Durchschlag, 390 Damage, 20 Mal Heat als Premium-Munition mit 330 Durchschlag und die HE spart er sich, kleines Medkit, kleines Redkit und automatischer Feuerlöscher. Eine Mission hat er auch gewählt, aber das wird, die wird er wohl schon erfüllt haben. Mittlerer Panzer 6 Schnellfeuer in Richtung Objekt 260. Ich schätze, das hat er schon. Die Wedget 25 Tonnen. 5 Schuss Autoloader und der Reload, der ist um die 39 Sekunden, habe ich jetzt nicht gerade geschaut. Ne? Einziehzeit ist 2,73, wie wir so schön sehen. Und in Clip ist auch 2,7, 2,6 Sekunden. So, dann macht er schon mal Grille 15 auf, Leopard 1, Progetto 65. Die ganzen Gegner, also ich wüsste auf der Map gar nicht, wo ich hinfahren muss. Dadurch, dass ich ja, Großgefechte ganz selten mal gespielt habe und mich überhaupt nicht auskenne. So. Wart mal hier ab. Ja, Badget 25 Tonnen hat er hier diese Tarnung drauf mit diesem arabischen Spruch. Ich weiß es jetzt nicht, was das heißt. Ihr wisst das ganz bestimmt. 65 km/h fährt das Teil vorwärts, 23 rückwärts. Zurzeit steht es aber ohne Sichtweite von 400 Metern. Wir schauen mal so, was hier so kommt. Kleines Medkit, kleines Redkit und automatisch Feuerlöscher. Hatte ich das nicht schon gesagt? Ich glaube ja. Ist auch egal. So, AMX-50B haben wir dann noch, IS-4, E-100. So, jetzt zurückgefahren. Und jetzt der IS-4 wird erstmal geschossen. Zwei Granaten. Ah, jetzt geht die zu. Okay. Nicht aufgegangen. So, jetzt den. Was da aufgeblitzt? Progetto 65, E100. Da hinten ist noch ein Objekt 268-4. Ah, da zieht er bloß die Kette. Kritischer Treffer. Oder prallt eine Kette besser gesagt ab. So. Panzerkampfwagen 7. AMX-50B. Ein E100 noch. Ein zweiter. Leopard 1 schön in die Seite und rausgenommen. Erster Kill. Jetzt noch die E100. Obwohl, auch nochmal schön eine rein. Zweite. Und da ist der E100 weg. Den Schuss hätte er sich sparen können. Aber da war er schon unterwegs, der Schuss. Ja, wenn ihr euch wundert, dass jetzt hier keine Namen stehen, oben. Das ist bei dem Großgefecht sehr hinderlich, deswegen lasse ich hier nur die Panzer stehen. Werde das wahrscheinlich nachher umschalten, sobald nur noch ein paar über sind. Ja, 37,34, es ist 37,3 Sekunden der Reload für den 5er Clip, sehen wir gerade. Und jetzt den nächsten E100, schön in der Seite, 60 dB kann man auch mal nehmen. Sind bei 3932 Damage, 2068 Aufklärungsschaden,
Unterstützungsschaden 12 zu 5, Schäden ist 61 zu 40%. Okay. Dann werden wir die 4 Schuss wieder, 5 Schuss haben wir durchgeladen. Ja, viel Munition hat er ja nicht mehr. Letzten 5 Premium-Schuss. Reizen zu 7. So, geht er 60 TP raus. Hier vorne haben wir den Kampfpanzer 7. Und den E100. Ah, Kette nur gezogen. Jawohl. Und der brennt. Er brennt. Hat gelöscht. 1 HP. Ja, und den HP nimmt er auch noch weg. Zweiter Kill. Oh, ist 4 angefackelt nochmal. Gegner brennt. Zweitmal Brandschaden hier. Der Brandmeister. Guck keiner an. So, 10-mal Standard-APCR hat er jetzt noch zur Verfügung. Wie gesagt, mit 259 Durchschlag. Da werden wir mal sehen, was so da noch zu machen ist. 16 zu 9, 50 zu 26%. So, IS-4, jawohl, Turmseite, und da geht der IS-4 raus, und dann nimmt er den nächsten E-100 raus, dritter Kill, 20 zu 9, so, die Gegner haben nur noch 20%. Und der Gute hat hier noch 7 Schuss, der Tiger-Kommandant Loki, der kleine Teufel. Ja, ich lasse das mal so mit, ohne diesen Namen, ne? Für dieses Replay. So, da werden erstmal die vorletzten Schüsse eingeladen. Und auf dem Progetto 65 Out-Aim. Oh, erster Schuss geht daneben. Jawohl. Ja. Die Mauer verhindert das. Jetzt ein bisschen Schlagabtausch. Ja, jetzt ist er erstmal im Reload. 2 Granaten noch. Fährt hier rückwärts durch, hinter der Kirche lang. Also um die Kirche. Ja, jetzt muss da reparieren. Ja, das machen wir mal, Progetto. Das machen wir mal. Ja, da wird der Progetto 65 rausgenommen. So, was haben wir jetzt hier noch am Start? Badjet 25 Tonnen noch, der Gegenseite. Ja, das liegt an dem Mod, dass hier rechts die Namen der Panzer verkehrt rumstehen. Und da geht die gegnerische Badge 25 Tonnen auch raus. Und das Gefecht ist zu Ende und wir sehen uns in den Stats. So, dann kommen wir zu den Stats. Und da, das hier oben lassen wir mal so stehen. Und dann haben wir hier das Panzer, Speer, Schläger, Wirkungsfeuer 106.761 Credits. Und XP kommen wir später 32 für den Anleihen. Und dann hat er hier die Aufklärer, die Scout-Medaille. Ja, wo fehlt der? Hier fehlt der Brandstifter irgendwie. Ja, gehen wir in Teamscore und da hat er 8126 Damage, 3 Kills, 1138 Basis-XP. Gehen wir in den Report, 28 mal geschossen, 25 mal getroffen, 21 mal durchschlagen, 747 Damage, über 300 Meter, Aufklärungsunterstützungsschaden 2348 Damage. Das macht einen kombinierten Schaden von 10.474, jawohl. Gefahren ist er 2 Kilometer, 160 Meter dazu. Dafür gab es 71.174 Credits, abzüglich Repair, Munition, die war nicht ganz billig. Und dann machen wir noch hier ein kleines Kit. Hat er minus 7.957, leider nicht raus. Und dann die Spielzeit war Hälfte der Distanz. Naja, und dann 8 Minuten 39 war die Runde, 8 Minuten 40 war die Runde zu Ende.
Und dann haben wir hier die Base XP mal 2 macht eben 3504 XP und 174 freie Erfahrung. Ja, schönes Gefecht, mal wieder Nebelburg gesehen. Das Großgefecht hat man ja selten. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich sage ciao, bis zum nächsten Mal.